Mahlzeit, willkommen bei Hugos Hobbys und dem vierten Modellbau-Tutorial. Diesmal geht es um die Ketten. Wie ich bereits bei der Montage erwähnt habe, bemale ich die immer gesondert. Ich finde, das geht wesentlich leichter, dann braucht man nicht so aufpassen, dass man nicht die Farbe von den Ketten auf die Räder überträgt oder andersrum. Denn es ergibt meines Erachtens nach immer einen relativ schönen Kontrast, wenn der Farbunterschied zwischen Ketten und Rädern recht deutlich ist. So, was brauchen wir alles an Materialien, um die Ketten zu bemalen? Zunächst mal eine braune Farbe, ist relativ egal welcher Farbton, sollte so ein bisschen in Richtung Rost gehen. Da habe ich jetzt hier XF10 von Tamiya. Einen breiten Pinsel, darf auch ruhig ein Flachpinsel sein, Hauptsache ein Haarpinsel, um die Farbe aufzutragen. Darf ruhig ein recht grober sein, der hier hat jetzt 5 mm Breite, derselbe Pinsel wie aus dem Tutorial Nummer 3. Den üblichen Kram, wenn man mit Farben umgeht, Zahnstocher, Wasser, gerne ein bisschen wärmer, wegen der höheren Löslichkeit. Und dann kommt bei den Ketten auch das erste Mal ein Washing zu tragen. Dafür benutze ich Füllfarben. Sind meistens recht teuer. Das hier ist jetzt ein ganz billiges Anfängerset mit 12 Farben für gerade mal knapp 3 Euro aus dem Nanunana. Also das müssen echt keine teuren Ölfarben sein. Und wir brauchen hierfür eigentlich auch erstmal nur das Schwarz. Dann natürlich für das Washing eine Palette, wo wir die Farbe drin verdünnen können. Verdünner, in meinem Fall ist das Terpentinersatz. Und dann brauchen wir noch etwas, um die Kette rostig zu machen. Da habe ich hier so ein Ocker. Das ist eine ganz normale Pastellkreide. Kein Ölpastell, also wirklich, das hier ist so ein furztrockenes wie Schulkreide, so ein Zeug, nur halt feiner von der Pigmentierung her. Und zu guter Letzt zusätzlich noch etwas loses Pigmentpulver, um die Pastellkreide zu ergänzen. Man könnte jetzt nur mit Pastellkreiden arbeiten oder nur mit losen Pigmentpulver in verschiedenen Tönen. Wichtig ist, dass wenn ihr Rost halt einfach eine Farbvarianz bringen. Hier eine kleine Quizfrage, vor allem an die jüngeren Zuschauer. Was ist das für ein Gegenstand? Ich denke mal, die Jüngeren werden es nicht mehr wissen. Ich kläre das vielleicht im nächsten Tutorial auf, wenn ich dran denke. Ich finde die Frage einfach nur witzig. Einfach nur, ja, ist nicht wichtig. Aber die Zeiten ändern sich nun mal. So, noch irgendwas vergessen? Ach ja, natürlich. Um den Metallabrieb an der Kette darzustellen, an den Laufflächen und auch in den Führungsszenen, eignet sich wunderbar so ein Graphitstift. Den kann man entweder ein bisschen abkratzen, dass man das lose Pulver verarbeiten kann. Oder halt zermörsern, zermalen, wie auch immer. Alternativ tut es auch so einen Bleistift. Ein schön weicher, das hier ist jetzt ein 3B. Da habe ich die Mine, wie man sieht, richtig viel freigeschnitzt. Dass man da auch gut an irgendwelche kleinen Ecken drankommt und so weiter. Einfach mit dem Messer, mit dem Cutter. Modellbauwerkzeug Nummer 1. Das Ganze ein bisschen abgeschnitzt, ein Anspitzer hilft da nicht viel, egal wie spitz man das Ding macht. So, das war's dann auch erstmal zu den Ketten. Zu Lehm und so weiter kommen wir erst im Laufe der nächsten Tutorials. Das kommt also jetzt erstmal auf die Ketten noch nicht drauf, später aber auf jeden Fall. Zur Grundierung der Ketten benutze ich ein Braun. In dem Fall ist das jetzt XF10 von Tamiya. Acrylfarbe, wichtig. Kann aber auch jedes beliebige andere Braun sein, sollte aber halt wie gesagt am besten Acryl sein. Kräftig schütteln, durchrühren und Konsistenz prüfen, so wie bereits im vorangegangenen Bemalungstutorial für die Grundierung gezeigt. Das sieht wunderbar aus. Und dann wird auch hier einfach mit einem groben Pinsel die ganze Kette komplett grundiert. Alles auf der Malunterlage. So, alte Zeitung. Ich möchte mir so ungern meine Schneidmatte mit Farbe versauen. Jetzt haben wir hier diese, ich weiß nicht, ob man sie im Video erkennt, auf einem hellen Untergrund vielleicht gerade so eben, diese Löcher links und rechts am Rand, wo dann die Zähne reingreifen vom Antriebsrad des Panzers. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich die nicht zu sehr mit Farbe zuschmiert. Wenn das ein oder andere ein bisschen verstopft ist,
Finde ich persönlich das nicht besonders tragisch. Das ist ja das Schöne am Panzermodellbau. Es wird sowieso nochmal alles gealtert, mit der Schlammschicht überzogen und überhaupt. Ist also nicht so weiter wild, wenn da ein bisschen was zugeschmiert wird mit Farbe. Hier ist es auch nicht ganz so wichtig, dass der Farbauftrag so richtig deckend ist. Das hängt natürlich auch von der Farbe der Ketten ab. Diese hier sind jetzt schwarz. Das ist prinzipiell schon mal keine schlechte Farbe für Ketten. Da sehen wir aber auch nachher noch in den nächsten Schritten. So, ich bemale erst eine Seite, lasse das dann trocknen, dann kann ich es auf die Seite drehen, wenn es trocken ist. Und dann bemale ich die andere Seite und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Ketten trocken sind. So, die Ketten sind jetzt soweit von beiden Seiten grundiert und getrocknet. Außer vielleicht hier in den tiefsten Stellen sind noch irgendwie leicht feuchte Stellen, glaube ich, aber das ist nicht so tragisch. Relativ egal. Dann machen wir jetzt mit dem Washing weiter. Wie gesagt, beim Washing benutze ich Ölfarben. Normalerweise benutze ich kein reines Schwarz. Aber weil die Ketten jetzt eh braun grundiert sind, also normalerweise mische ich dem Schwarz ein bisschen braun bei. Hier sind sie ja schon braun grundiert. Dann ist das nicht so tragisch. Da kann man auch mal rein Schwarz benutzen. Der Grund, warum ich das nicht gerne mache, ist einfach, weil reines Schwarz so, ja, wirkt so unnatürlich. Das ist halt eine Farbe, die in der Natur eigentlich nicht vorkommt. Und ja, deswegen sollte man das immer so ein bisschen brechen mit so einem Tröpfchen Braun noch drin. Ein Tool, das ich jetzt noch vergessen hatte bei der Werkzeugliste am Anfang, ist so eine einfache Pipette, wo man zusammendrückt und was ansaugen kann, hier für das Lösungsmittel. Theoretisch könnte man das aber auch mit dem Pinsel quasi aufnehmen, einem größeren Pinsel, der viel von dem Lösungsmittel aufsaugt, um das dann hier zu verteilen. So, mischen tue ich das jetzt mal mit so einem feinen Borstenpinsel. Weil am Anfang, wenn man das mischt, halt man die unverdünnte Farbe noch mit dem Pinsel erwischt. Und auch wenn man dann hier durchrührt, bleibt dann oft so ein Farbklumpen noch drin hängen. Und das Washing tragen wir auf die Kette auf. Auch wieder mit dem breiten Pinsel, mit dem wir sie grundiert haben. Ich sehe aber gerade, das ist noch viel zu wenig. Verdünnungsgrad kann ich nicht sagen. Das ist 1 zu 1 verdünnt, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Vielleicht 1 zu 2, 1 zu 3. Also Farbe zu Lösungsmittel. Da müsst ihr euch einfach ein bisschen rantasten, das noch Gefühl machen. Nehmt am Anfang lieber zu viel Verdünnung und zu wenig Farbe als andersrum. Denn wenn es zu wenig Farbe ist, dann kann man das einfach besser nachbessern, einfacher korrigieren, als wenn es zu viel Farbe ist. Wenn es zu viel Farbe ist, dann kann man da nicht mehr großartig was gegen machen. Gut, auch den Rührpinsel wasche ich kurz aus in demselben Lösungsmittel. So. Gut. Ich mache jetzt hier eine Kette nach der anderen. Denn es ist wichtig für den gleich folgenden Schritt, dass dieses Washing noch einigermaßen feucht und frisch ist. Deswegen fange ich auch immer erst mit der Seite an, die mehr Vertiefungen hat. In der Regel ist das die Außenseite der Kette, die Laufseite. Die Innenseite ist ja normalerweise eher ein bisschen glatt, weil sich hier in diesen Vertiefungen einfach die Feuchtigkeit von dem Lösungsmittel länger hält. Deswegen zuerst die Seite und da einfach nur ganz grob einmal flächig alles quasi nass machen mit dem Washing. Macht euch keine Gedanken über Luftblasen oder über irgendwelche zu dicken Aufträge, zu ungleichmäßige Aufträge. Oder darüber, dass wir jetzt wieder, wenn wir das Ganze umdrehen und die andere Seite machen, ein bisschen was von der Farbe abtragen. Das ist echt egal. Spielt keine Rolle. Und das Washing dient zum einen dazu, die Kette zu, also die dreidimensionale Struktur ein bisschen deutlicher hervorzuheben. Ja, da sieht man, das reicht auch gerade mal für eine Kettenspur, das, was ich mir hier angemischt hatte. So, auch wenn hier noch ordentlich nass ist. Den waschen wir auch noch einmal fix aus.
Überschuss hier in den Becher, dann mache ich einfach mit dem Taschentuch weg. Ist eh noch feucht. So, jetzt wird die noch feuchte Kette mit Pastellkreide eingestaubt und mit den Pigmentpulvern. Oder halt je nachdem, nur mit Pastellkreide oder nur mit Pigmentpulvern, je nachdem, was man halt so da hat. Für die Pastellkreide braucht man noch, das hatte ich eingangs vergessen zu erwähnen, noch eine Cutter. Also zumindest mache ich das so, man könnte es wahrscheinlich auch mit einer Feile oder einer Raspel oder sowas machen, aber ich habe das mal ausprobiert, das ist für mich nicht so zufriedenstellend, das Ergebnis. Da bleibt mehr an der Feile hängen als hier auf dem Modell und hier an dem Messer. Da bleibt eigentlich nichts haften. Und dann kratze ich einfach mit der Rückseite der Klinge hier über die Pastellkreide. Und kriege dadurch schön zufällig verteilte Sprenkler unterschiedlicher Intensität auf der Kette. Eine sehr natürlich aussehende Rostverteilung. Ich mache das immer ganz gerne in einem Modellkarton. Da kann ich alles, was daneben geht, am Ende zusammen zu dem anderen Pigment, auch wenn es eine andere Farbe hat, das ist mir in dem Fall dann egal, zurück in die Dose schütten. Ich verschwende ein bisschen was weniger davon. So, einmal von oben bis unten ordentlich eingestäubt. Dann brauchen wir noch einen Pinsel, einen Haarpinsel oder hier tut es auch eventuell auch einen Borstenpinsel, mit dem wir dann das Pigment aufnehmen. Oh, man sieht schon, da bleibt ordentlich was haften, obwohl es einfach nur ein trockenes Pigmentpulver ist. Dann gehen wir damit nochmal ein bisschen leicht drüber, damit wir Pastellkreide vom Anfang nicht völlig verdecken. So, selber nochmal auf der Innenseite. Ich hatte die Kette hier auf zwei so Pinseln gelagert, weil die sonst nicht gerade auflag. Da hätte ich nicht vernünftig mitarbeiten können. Ja, dann mache ich das jetzt nochmal auf der anderen Seite und verfahre mit der anderen Kette ganz genauso. Dann muss beides natürlich nochmal in Ruhe trocknen, also beide Ketten, dass das Pulver auch ein bisschen angezogen werden kann. Dazu dient nämlich auch dieses Washing, dass das halt als Haftgrund quasi für das Pigmentpulver dient. Und dann zeige ich euch gleich das Zwischenergebnis. So, die Ketten sind jetzt soweit getrocknet. Wie ich finde, sieht man hier eine ziemlich schöne, sehr unregelmäßige, gut schattierte und körnige Roststruktur. Hier ist noch ein bisschen viel, dann nehme ich das einfach mit einem trockenen Borstenpinsel weg. An solchen Stellen, auch hier vielleicht ein bisschen weniger. Da hinten. Auch die Innenseite sieht schön aus. Dann kommt jetzt für die Ketten der vorerst letzte Schritt. Jetzt wollen wir metallischen Glanz haben. Und zwar einmal links und rechts dieser Zähne hier, wo halt die Laufräder laufen. Dann nehmen wir einfach diesen weichen Bleistift und gehen damit so darüber. So, auf beiden Seiten das Ganze. Dabei ruhig auch so ein bisschen gegen die Zähne drücken, also gegen die Führungszähne der Kette. Da bekommt ihr auch gleich ein bisschen Farbe mit. Wir sind jetzt hier bei der Kette sehr klein. Ich mache mir nicht wirklich die Mühe, die auch noch zu bemalen, aber das könnte man theoretisch. Die halt hier nochmal. Na, obwohl es geht. Machen wir doch die Mühe. So. Ich zeige euch erst noch mal kurz die Außenseite, dafür nehme ich jetzt mal den Graphitstift. Wie gesagt, man kann beides nehmen. Der Graphitstift hat halt den Vorteil, dass er komplett flächig aus Graphit besteht. Klar, das färbt einfach ein bisschen auf die Finger ab, aber meine Finger sind eh bunt nach dem Basteln. Man kann natürlich auch mit Handschuhen basteln, ich selbst finde das allerdings ein bisschen übertrieben. Und dann können wir hier mit ein bisschen Druck einfach drüber gehen und man sieht, direkt die erhabenen Stellen der Kette, die also auch bei einem echten Panzer viel Bodenkontakt haben und ständig auf Steinen reiben und deswegen den Rost immer wieder abreiben, bekommen halt, ja, wenn man es ein bisschen im Licht dreht, so einen schönen natürlichen Metallglanz. Das mache ich jetzt bei der anderen Kette auch noch.
Und dann sind die Ketten auch erstmal soweit fertig zur Montage. Natürlich gibt es noch haufenweise andere Methoden, wie man Ketten bemalen und altern kann. Das hier ist jetzt nur eine von vielen, die, wie ich finde, allerdings sehr schnell und einfach geht und ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis gibt. Wenn ihr andere Methoden bevorzugt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, irgendwas verlinken, wenn da andere Tutorials zu existieren oder sowas. Wie ihr möchtet, ist ja alles zum freien Austausch da und gedacht. Ansonsten Fragen, Anregungen, Kommentare jedweder Art einfach in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, Leute, und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.